Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Belange zu. Ich bin gerade dabei, lauter Infotafeln hier aufzustellen, damit die Leute hier ein bisschen belehrt werden. Verteilen wir mal. Also weise ich mal alles zu. Pro Tierart nicht verbunden. Vivien sterben haben wir schon. Jetzt haben wir Bienen sterben. Abholzung der Bäume, ökologische Erneuerung. Ich kann auch einfach dann so ein paar Ausbilder, denke ich mal. Ökotourismus, oh, ganz gefährliches Thema. Klimawandel, Neozyr, ja, genau. Hier. So, Kegetafelnutzung, das Japan-Ding. Der heißt ein Krokodil. Tapir. Elefant. Trampeltierchen. Nilwaran. So, jetzt kommen wir zu diesen Lautstärke-Dingen. Ja, ich glaube, da können wir schon dieses Umfeld hier machen. So, über die Isabel wäre. Ja. Nilwaran. Oh, Tier ist entkommen. Na, wenn es das Tier geschafft hat zu entkommen, dann ist es doch gut. Ja, da brauchen wir dann noch ein bisschen Strom da hinten. Hier trampelt hier. So, und dann habe ich da unten noch ein Papierchen. Gut. Dann schaue ich mal, dass ich da oben noch irgendwie so eine Stromquelle hinklatsch, beziehungsweise hier unten ganz hier entkommen. Notfall einfangen. Wo rennen die rum? Wie kommen die da rüber? Also ich glaube, dass das einfach erklimmbar. Eventuell ist das Problem. Hier nicht erklimmbar. Dann gibt es jetzt da halt Beton. Hier gibt es jetzt eine wunderschöne Betonmauer. Wenn ihr hier nicht auf mich hören könnt, dann gibt es jetzt hier Beton. Über Beton klettert ihr bestimmt nicht mit rüber. Beton. Nochmal Beton. So. Deswegen baue ich alles aus Glas, weil da bestimmt keine drüber steigt. Ich wollte hier gerade eine neue Stromquelle errichten. Hier Windkraftanlage. Ich muss sie halt so platzieren, dass sie halt keinen hier abfuckt. So. Wege. Oh Gott, ich muss sie drehen. Und ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Okay, die Tiere sind wieder zufrieden. Die Gäste habe ich auch. Jetzt muss ich nur noch das hier schaffen, diese Zoo-Gesamtbewertung. Das kriege ich aber auch noch hin. Und dann geht es in den nächsten Zoo, wenn wir das geschafft haben. Kannst du dich bitte drehen? Nee, so will ich das nicht. Ich will... Die ganzen Leute fucken sich halt ab, wenn da so eine Windkraftanlage steht. Weil die nicht öko genug ist. Mitarbeiterwege. So. Okay, jetzt habe ich wieder weniger Gäste. So, an was liegt meine Zugesamtbewertung gerade? Gastbildung. Das muss doch eigentlich laufen. Dann stelle ich jetzt nochmal ein paar Ausbilder ein. Also wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, so 5 so Ausbilder, dann kriegt jeder nochmal eine Beförderung. Veterinärforschung. Okay, der eine hat das jetzt abgeschlossen. Dann kann jetzt was über den Isabellbär herausfinden. Jetzt haben wir hier Lautsprecher. Überschneidet sich. Okay. Ja, dann bist du mal ein bisschen kleiner gemacht. So. Kaputte Barriere. Okay, nee, das passt alles eigentlich.
So, ich habe 13 Minuten noch und ich muss irgendwie meinen Wert hier hochknallen. Gastbildung ist nicht so gut und Tierbewertung. Ja, Tierbewertung muss eigentlich top sein. Wo sehe ich das Zuruf? Zahl und Wohlbefinden, Artenerhaltung, bezieht sich auf Freigelassene. Okay, also wenn ich ein paar Tiere freilassen würde, dann wären die rein theoretisch also glücklicher. Ich glaube, ich kann nichts freilassen, wenn es als Jungtiere sind. Ja, das sind alles Jungtiere, es tut mir leid. Dann scheint mal, dass ich einfach meine Tiere glücklicher mache, weil das bringt auch irgendwas mit dem Wohlbefinden. Was haben denn meine rosa Flamingos? Okay, ich glaube, ihr habt ein bisschen verdrecktes Wasser, das ist euer Problem. Wenn ich das richtig deute, dann gibt es da jetzt auch nochmal so hier hinten so eine Windkraftanlage. So eine Wasseraufbereitung. Mit Mitarbeiterwegen. Da kann man auch nicht 4 Meter nehmen. So. Sollte es euch gleich wieder besser gehen, wenn der Dreck weg ist? So. Eine soziale Gruppe passt bei euch nicht so. Kann ich von den anderen Tieren nochmal was kaufen? Ah, okay. Mal so ein Weißschwanzkamel. Wo sind die? Bitte hier. Dann ein Nilwaran. Den da oben schön hin. Und nochmal so ein Tapirchen. Der ist hier. Gut, dann kann ich das mal sein lassen. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar Flamingos finden. So, vielleicht sind sie jetzt glücklicher. Soziale Gruppe, genau, Lebensqualität. Schauen wir mal, dass ich euch vielleicht noch irgendwas bieten kann. Hier so ein Sprinklerchen. Oh Gott, die Tiere sind gerade so unglücklich. Aber ich habe den Gastbildungswert geschafft. Okay. Ich hoffe, dass euch jetzt gleich besser geht. 88% kommt. Soziale Gruppe, okay. Da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Aber da kommt gleich nochmal ein Tierchen an. Veterinärforschung. So, der indische Ding ist auch erforscht. Dann machen wir hier die Japan-Dinger. So. So. Wie könnt ihr noch mehr Leute in den Park locken? Ich habe immer noch, keine Ahnung, 10 Minuten. Das wird ein bisschen knapp. Ich habe Durst. Wie bringe ich die Leute hierher? Vielleicht einen Eintritt trotzdem wieder ein bisschen günstiger machen? So. Ja, kaputte Barrieren, das höre ich öfter. Einrichtungen. Partnerhaltung. Ja, ich wollte eigentlich gerade schon nach dem Wohlbefinden. Ich habe nicht so viel Zeit hier irgendwas. Okay, ihr seid auch nicht so glücklich, weil Platz. Ich reiche der Platz nicht. Ja. Okay. Da habe ich bei euch jetzt eigentlich. Ja! Ja! Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den Copahaga Park erledigt. 10 Minuten vor Ablauf der Zeit. 2004 Gäste. So, zurück zum Menü. Ja, nee, abbrechen. Wir haben es geschafft, nice, ja. Cool. Hätte ich nicht erwartet. Dann denke ich mal, dass wir jetzt den nächsten Zoo direkt machen und dass der hoffentlich wieder so erfolgreich wird. Auf Zeit. 2 Stück haben wir noch, den Scholle Manor. Wieder auch vielleicht. Oh, jetzt haben wir aber eine Viertelstunde weniger. Ich drücke mal auf Starten. Vielleicht ist ja schon was voll. Du schaffst doch alles. Ja, diesmal haben wir nicht mal ein Darlehen gebraucht. Also es ist eigentlich am wichtigsten, ganz viele Tierarten hintereinander zu bauen und dann sich um alles andere zu kümmern. Ich glaube, das ist jetzt halt auch unsere jetzige Taktik wieder, weil es bisher ganz gut aufgegangen ist und ich bin mir sicher, dass wir das so irgendwie managen. So, was gibt's hier? Okay, also ein Backsteinziel, Stil. Okay, es sieht so ein bisschen englisch aus. Nicht schön. Nicht so meins.
Okay, sieht aus wie so ein Garten einfach, aber okay. Why not? Ich hoffe, da sind wenigstens schon ein bisschen was vorgebaut, weil ich muss halt immer diese Gehege bauen und es dauert dann immer so kurz. Okay, hier sieht alles ein bisschen verwuchert aus, wenn ihr mich fragt. Ah, das soll ja nicht hier irgendwas schließen. So, also wir haben 1 Stunde 15 Minuten, um 11 Tiere zu holen. Yay! Und eins davon muss ein afrikanischer Dewis sein, ja. 1800 bilden und ein Dampflok-Transportsystem. Yay. Gut. Wo kommen die Leute rein? Ich bin mal von hier. Gut, dann will ich da gleich mal so ein Gehege bauen, will ich einfach mal sagen. Man hat ja hier nicht lange Zeit zum Überlegen, man muss hier gleich losbauen. Einfach damit hier alles läuft. Wie schön das jetzt aussieht, es wird nicht so bleiben, ganz ehrlich. Ich bebaue diese Scheiße hier, das will nicht mehr so schön aussehen wie vorher. Schauen wir mal einfach, ob das ausreicht dann für die Löwen oder ob die mehr brauchen. Ich meine tatsächlich, dass wir mit dem Platz auskommen könnten. Wow. Kann ich bitte einen Gehegeeingang da irgendwo hinbauen? Ich scheitere schon am Gehegeeingang. Gut, dann brauchen wir jetzt wieder Handelszentrum und Co. Da hinten kommen die Leute rein, da bauen wir ganz viele Läden rein. Da hinten kommen die, glaube ich, nicht so hin. Jetzt da mache ich unser Lager für die Mitarbeiter. Tierpflegehütte klein. Achso, ich habe das weitere geschaltet. Ich habe einen dummen Knopf, glaube ich, erwischt. Ernsthaft. Okay, warum setzt du da keinen Weg hin, wenn da vorher ein Weg war? Lustiges Mensch. So. Einmal so ein bisschen Mulch hier. Quarantänebereich brauchen wir natürlich auch. Ja, einfach mal hier hinten. Tierarztpraxis darf natürlich auch nicht fehlen. Auch ein wichtiges Gebäude. Mitarbeiterraum. Klar, meine Mitarbeiter brauchen mehr Pause als andere. Forschungszentrum werden wir auch brauchen. Und dann brauchen wir noch Zahlungszentrum, bis wenn ich hier überhaupt angefangen habe, das zu bebauen. Okay. Eine Werkstatt weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Gut, Tierhandel. Attraktivität bräuchte ich. Wow. Alles erstmal scheiße teuer. Schneeleopard, ich müsste eigentlich die Punkte sparen, weil ich ja sowas mir hier leisten muss. Das heißt, ich brauche diese Artenhaltungspunkte. Scheiße, die kriege ich immer nicht. Ja, das wird lustig. Ich vielleicht einfach mit Geld Grizzlies anzusenden hierhin. So. Dann brauche ich natürlich Mitarbeiter, sonst holt mir keiner die Tiere. Mitarbeiter von jedem, bitte einen. Ach, ich habe schon so Instandhaltung habe ich schon und so Pflege. Gut, dann brauche ich. Ich kaufe trotzdem mal von allen ein. Verkäufer, Tierarzt, Ausbilder. So. Dann brauchen wir hier noch so ein bisschen. Gib mir bitte Geld. Ich brauche Geld. Ganz viel Geld. So, da spawnen ja die Leute. Das heißt, wir könnten ja hier schon mal dann was zu essen und zu trinken hinbauen. Ich komme ja nur im Park, um was zu essen und zu trinken zu holen. Zumindest ist das die Meinung mancher. Okay, hier noch so ein Merchandise-Shop. Das ist nur so ein Außenhülle, brauche ich nicht. Ich brauche einen richtigen Shop hier. Und noch eine große Toilette oder eine kleine Toilette wegen mir auch.
Geldautomat. Gut. Meine Beeren sind schon da. Wasser, kein tiefes Wasser braucht ihr nicht. Das ist schön. Kurzes Grasmeer, nee, weniger kurzes Grasmeer Fels. So, ich weiß gar nicht, gefällt euch die Temperatur hier? Okay, nee, gefällt euch nicht. Das heißt, wir brauchen hier direkt mal für euch so eine Klimaanlage. So. Ja, Pflanzen braucht ihr, okay. Der eine Baum kommt schon weg. Nordamerika, düt. So. Hier kriegt ihr gleich mal ein paar Bäumchen. Schöne Kiefer. So, aber ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Blende zu. Bis dahin. Ich will es noch schnell fertig haben. Bye.